Das hier kennen Sie doch bestimmt, oder? Man sitzt gemütlich zusammen, trinkt etwas, schafft es aber nicht, die Flasche ganz zu leeren. Und nun muss das edle Getränk so verschlossen werden, dass es auch noch Tage später perlt und schmeckt. Was hilft? Hier die Top 5. Tipp 1. Der Silberlöffel in der Flasche. Wissenschaftler haben das sogar mal untersucht und festgestellt, hilft null, egal ob aus Silber oder nicht. Das Kohlendioxid entweicht genauso schnell. Da kann man auch Tipp 2 machen, nämlich nichts. Bei 6 Grad entweicht das perlende Gas übrigens viel langsamer als bei Zimmertemperatur. Tipp 3. Rosinen in die Flasche tun. Durch den darin enthaltenen Zucker entsteht Kohlensäure und schon soll der Sekt und Champagner wieder frisch sein. Tipp 4. Ein Flaschenverschluss aus dem Supermarkt. Hält allerdings oft nicht wirklich die Blubberblasen in der Flasche, wirkt aber meist besser als der Löffel. Tipp 5. Oder wie wäre es mit der Hightech-Variante? Dieses Produkt wird auf den Flaschenhals gestülpt. Ein Edelgas erzeugt eine Schutzatmosphäre, die verhindert, dass die Kohlensäure die Flasche verlässt. Ergebnis: Der Champagner perlt auch nach Tagen noch. Deswegen am besten nicht auf Krampf die Flasche leeren. Es gibt ja doch einige Mittel, damit der perlende Tropfen frisch bleibt. Und das ist doch besser als hässliche Kopfschmerzen am Tag danach.